Das sieht echt geil aus. Liebe Weltreisefreunde, da sind wir wieder. Wir sind jetzt wieder zu zweit. Ja. Es geht gleich für uns weiter. Wir haben, oder ich habe gestern mein Frühstück bekommen, einen Toast auf dem Teller. Ja. Und heute war das Frühstück gar kein Toast mehr. Es gab einfach kein Frühstück, was inklusive war. Und darum gehen wir jetzt als allererstes irgendwo was zu essen besorgen. Kommt mit. Oh, jetzt müssen wir hier durch, oh Gott. Was ist das? Oh. Alles voll gespuckt. Oh. Man sieht gerade, es ist alles voller Staub. Staub und yeah. Oh. Ein totales Chaos hier. Hier fährt einfach, egal. Nein! Wow. Scheiße. Hier. Jetzt, gestern habe ich keine Bananen gekriegt. Heute versuchen wir nochmal Bananen zu bekommen. Hier. An dem Stand hier. Alle am Hupen immer. Oh, Katastrophe. Hier kann man nur verrückt werden. Bananen gekauft. War doch gar nicht so schwer. Heute hat es geklappt. No. Ja, wir haben uns das jetzt mal hier schön. Wir können. Hey, kein Dosenbecher. Grüße sonst nicht. So, heute sind wir mit Katja hier. Und noch zwei Samosas. Ich hoffe, jeden einen nur, wa? Scheiße. Danke. Auf geht's. Ist das Toastbrot? Ja. Echt jetzt? Toastbrot, ja. Mit Kartoffeln drin. So, gleich gibt es noch mehr Samosas. Guck mal da. Wollen Geld. Hier. Thank you. Ja, oh, hot. Da sind Kids, die wollen Geld. YouTube. Ist ja geil. Und hier WhatsApp. WhatsApp Flipflops. Ist ja cool. Geil. Wir verschwinden jetzt von hier. Das reicht. Das war ein Drecksloch. Wenn ihr Booking.com kennt, dann werdet ihr wissen, dass wir das bewertet haben. Und zwar so niedlich, wie es auch nur geht. Also hier kann man in diesem Zimmer echt sterben. Ich weiß auch nicht, das ist so ekelig hier. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, lights off. Immer schön die Füßchen folgen. Und da sind wir nun wieder in der Metro hier. Weg aus dem Drecksloch. Ja, und wir haben gelernt, mit der Metro seit gestern umzugehen, nachdem wir hier auf der Schnauze gefallen sind. Ja, jetzt. Ja, waren ja schon alle Bahnen durch. Jetzt kennen wir uns aus. Oh, hier gibt es Burger King. Was ein Wunder. Ja, Chicken Masala Whopper. Was ist was? Ja, das ist eine Kano. Oder? Excuse me? Jawohl, so, bleib mal hier, Latte hier. So, nach Akschurten fahren wir jetzt erstmal. Akschardam. Oh, da ist er. Und rein da. Akschardam Madir. Das ist dieser Tempel da. Der riesige Tempel da.
wir gehen jetzt da rein. Angeblich soll es umsonst sein. Das hoffen wir mal, das ist richtig cool. Hier ist Klappen, da müssen wir jetzt unser Gepäck nehmen, damit wir chillig durch die Gegend laufen. Ich will mein Gepäck nicht haben, wie gerade. Willst du nicht? Also ich würde den Gepäck nicht sagen. Oh, Kameras und so verboten, habt ihr noch. Ja, leider ist hier alles komplett verboten. Taschen, Kameras, Handys, alle elektronischen Sachen, alles ist verboten. Also der Tempel ist erst 2000 erbaut worden, also ist gar nicht so ein alter Tempel. Und da gibt es so viele schöne Verzierungen, ganz viele Elefanten, die bei der Arbeit der Menschen helfen und ganz viele Tätigkeiten aus der Kühe, also alles richtig schön verziert alles. Also ein ganz neuer Tempel. Schade eigentlich, dass man da keine Fotos machen kann drin. Ja. Ist richtig, richtig schön. Kann man nur empfehlen. Ja. Wir machen jetzt noch ein, zwei Fotos hier vorne und dann. Das ist schade eigentlich, dass man da keine Fotos machen kann. Ja, echt. Das ist echt schade. Vor allen Dingen, wenn es neu ist, warum darf man da keine Fotos machen? Du siehst ein bisschen über den Stand, da kann man Fotos machen, aber dann kannst du dir später eins kaufen. Nur ist es nur von einer Perspektive und ja. Aber gucken, da haben wir es. Da haben wir es. Was zum Geier ist das denn? Guck mal, wie geil die Schlafmasken aussehen. Leute, was ist das? Wenn ihr das wisst, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Kommt aus China. Katja weiß es nämlich auch nicht. Ist chinesisch. Kann ja nur chinesisch sein. Das kann. Ohne woanders zu sein. Das kann ja nur keinen Sinn haben. Was ist das? Weißt du, Massageball? Keine Ahnung. Wir sind übrigens in einem kleinen Shop hier drinnen. In der Metro. Das ist echt ein typischer China-Laden. So, alles ist niedlich. Ja, voll süß. Klasse. Alles ist echt niedlich, ey. Mann, das ist so richtig typisch chinesisch hier. Das ist so süß, das geht gar nicht mehr niedlich her. So, Kosten aufschreiben. Wir haben uns nämlich da drüben wieder ein Ticket geholt. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Wir sind hier in Akshardam bei dem Tempel. Wir fahren jetzt hier hin. Da ist eine Bushaltestelle. Von dort aus kriegen wir den Bus nach Varanasi. Dann werden wir da gereinigt. Gereinigt? Gereinigt in Varanasi. Mal gucken, wie das. Wie sich das anfühlt. Ja. 2017.